Hubschrauber schnell wissen, das war schwierig, oder? Mancher muss sagen, das ist total einfach. Okay, für manche schwierig, für manche einfach. Nochmal die Wiederholung der Frage, die ich in der Story gestellt hatte. Es ging darum, wir haben ein Flugzeug, Flugzeug A, das fliegt, gibt auch aktuell kein technisches Problem. Wir haben vorne eine Crew drin, wo eine Eiswand dazwischen ist praktisch, die sich nicht verstehen. Wo wir einen Kapitän haben, der sowas von hochnäsig, überheblich, frech, arrogant, ignorant, unmöglich einfach ist. Und seinen kleinen, in Anführungsstrichen, seinen frischen Piloten, der gerade erst ganz frisch bei dieser Airline angefangen hat und noch jung ist nach der Ausbildung, völlig fertig macht, links liegen lässt, anschreit, anbrüllt, was auch immer. Also alle No-Gos, die man so irgendwie so machen kann. Ne? So, das ist das eine. Das andere war ein Flug, da haben wir eine Crew, die arbeiten super zusammen. Der Captain weiß genau, der kann führen, der kann supporten, sein Wissen weitergeben und weiß auch, wie er die Entscheidung zu treffen hat. Die arbeiten toll zusammen, sind übrigens auch zu dritt an Bord mit einem Bordingenieur, haben aber leider ein technisches Problem und müssen mit diesem technischen Problem versuchen, eine Notlandung hinzukriegen. Sie schaffen es auch, eine Notlandung hinzukriegen, allerdings sterben dabei trotzdem noch von ungefähr 285 Passagieren 100. So, was machen wir jetzt? Für was entscheiden wir uns? Jeder kann das natürlich für sich selbst entscheiden. Ich sage euch einfach, wie ich mich entschieden hätte und warum. Die meisten waren für die Antwort A. Ich würde mich definitiv für Antwort B entscheiden. Aber warum denn jetzt in das Flugzeug? Also, dass er noch die Notlandung machen muss. Es ist folgendermaßen. Ihr müsst euch das unter einem anderen Gesichtspunkt vorstellen. Das ist ganz, ganz wichtig. Es ist unfassbar wichtig, dass eine Crew in einem Flugzeug gut zusammenarbeiten muss. Teamwork. Mega wichtig. Ja? Ohne das funktioniert es nicht. So, jetzt habe ich zwar ein Flugzeug, das eine Notlandung machen muss, aber ich habe vorne ein tolles Team im Cockpit, wo der First Officer, also der Co-Pilot in diesem Fall, geflogen ist, auch weiter geflogen ist im Notfall, der Captain sich Freiraum geschaffen hat, um Entscheidungen zu treffen, um zu fragen. Und es ist ganz wichtig als Kapitän, dass man seine Crew fragt, hey, was ist hier los? Was seht ihr da? Könnt ihr mir helfen, da Informationen zu kriegen? Wie gehen wir da weiter vor? Ideen zu sammeln von seiner Crew als Kapitän, um dann eine Entscheidung treffen zu können und nicht zu sagen, ich treffe die Entscheidung hier alleine und ignoriert von allen anderen irgendwie die Antworten oder fragt sie es gar nicht und kriegt diese Information gar nicht mit, weil ohne diese Information kann ich überhaupt nicht richtig entscheiden. Ein unfassbar wichtiger Faktor. Die hatten das Glück, die waren zu dritt, wie gesagt, im Cockpit mit einem Bordingenieur und sogar zu viert, weil in der ersten Klasse saß noch ein Pilot, der gar nicht im Dienst war. So, manche kennen vielleicht das Unglück, das war eine DC-10. DC-10 hat drei Triebwerke, nämlich jeweils an der Tragfläche 1 und hinten auf dem Heck 1. Und hinten auf dem Heck hat sich eine Triebwerksschaufel gelöst. Und Entschuldigung, das war wieder eine andere Geschichte. Da gab es eine Explosion hinten im Triebwerk Nummer 2 sozusagen. Und durch diese Explosion sind Teile aus dem Triebwerk rausgeflogen und haben alle drei Hydrauliksysteme zerstört. Ein Flugzeug hat meistens, oder in dem Fall waren es drei Hydrauliksysteme. Und eigentlich unmöglich, dass alle drei gleichzeitig ausfallen. Aber damit hat keiner gerechnet, dass wenn das Ding explodiert und die auch noch genau die richtigen Teile, die richtigen Stellen treffen, dass überall zack, 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 die kaputt waren. Das heißt, man hatte ein Flugzeug, das eigentlich überhaupt nicht mehr steuerbar war. So. Und die vier haben es geschafft, durch diese perfekte Zusammenarbeit das Flugzeug überhaupt Richtung einem Flughafen zu bringen und dann noch aufzusetzen. Dabei ist es dann kaputt gegangen und dabei sind 100 Leute gestorben. Ich sage euch ganz ehrlich, wenn wir Captain Asshole aus Cockpit A dort gehabt hätten, der den da runter macht und alles an sich reißt und sagt, ich bin der Beste, ich bin der Geilste, ich kann das und du bist nichts, du bist einfach nur schlecht, vergesst's. Die werden sofort abgestürzt. Keine Chance. Der hätte das alleine nie im Leben dorthin geschafft. Übrigens haben die das Unglück nachgestellt im Simulator und 98% der Crews, die es nachher nochmal fliegen durften, die wussten, was da passiert, haben es übrigens überhaupt nicht geschafft, das Flugzeug überhaupt bis zu einem Flugplatz zu bringen. Also von daher eine Riesenleistung. Und so eine Crew braucht man. Ja, und wenn ein Notfall ist, will ich eine Crew haben, die vorne zusammenarbeitet und nicht eine, wo eigentlich nur ein Pilot da ist und der andere überhaupt gar nicht mehr da ist, weil der resigniert irgendwann auch, der macht dann vielleicht noch mehr Fehler oder sagt, ey, ich mache hier gar nichts mehr, mach du doch alles alleine, ich mach du eh alles falsch, ja. Da kann nur alles schief gehen. Wenn da eine Sache schief geht, dann ist die Gefahr unfassbar hoch, dass es überhaupt komplett schief geht und in die Hose geht. Und da möchte ich nicht den Flieger sitzen. So, das ist meine Begründung eben dazu,
dass man dass ein Teamwork unheimlich wichtig ist im Flugzeug, dass ich niemals einen Captain erstmal im Flugzeug haben will. Wenn er bei mir im Hubschrauber sitzen würde, würde er eh rausfliegen. Es ist schlimm genug, dass es immer noch Kapitäne in der Luftfahrt gibt, die so sind. Ich finde, die haben dort ehrlich gesagt aus meiner Sicht überhaupt nichts mehr verloren. Das muss halt jede Fluggesellschaft für sich selbst entscheiden. Das ist aber auch ein bisschen mentalitätsabhängig. Wenn wir also zum Beispiel in andere Länder gehen, Asien zum Beispiel, da ist das noch extrem verbreitet. Kenne ich auch selbst. Ich habe viele Asiaten geschult, vom Anfänger bis über Militärpiloten bis ganz sehr hohe, ranghohe Piloten. Darf ich jetzt nicht sagen, wie hoch die waren, aber sehr, sehr ranghoch waren die drüben in China, und habe ich auch geschult. Und da gibt es auch welche, der war bei mir im Hubschrauber, der fliegt auch Airline, der sagt, ich mache kein Flugzeug an. Dafür habe ich meinen kleinen Co-Piloten hier, der macht mir das Flugzeug an. Ich fliege nur. Ich mache es nicht an, ich mache es nicht aus. Der kann auch keine Notverfahren. Aber das spielt keine Rolle, er ist der Kapitän. Ja? Also, das muss man sich erstmal vorstellen. Ne? Und da ist es ja auch nicht so, dass man sich ins Gesicht guckt und sagt, ey, das war jetzt echt doof, was du da gemacht hast. Damit können die auch nicht umgehen oder nur ganz schwierig. Weil da verliert man ja das Gesicht. Ja? Es wird langsam besser. Das muss man dazu sagen. Und aber damals, und ich glaube heute noch, sehr schwierig. Also das nur mal so als Beispiel. Das wird noch ein bisschen dauern, bis sich das so rausschleicht, aber nach und nach gehen die älteren ja in Rente, und die jüngere Generation, die lebt es ja schon ganz anders, wird da auch ganz anders trainiert und geschult. Da kommt erst sowas hoffentlich erst gar nicht auf. Gibt sicherlich leider noch den einen oder anderen, der das trotzdem in sich trägt, aber ich halte davon nicht viel. Ich finde, im Cockpit muss man sich auf Augenhöhe begegnen können, und auch als Kapitän oder als Fluglehrer, ist ganz total egal, macht man sein Nebenan nicht fertig, sondern unterstützt ihn. Na klar kann er das nicht. Woher soll er es denn eigentlich auch können? Da war ich auch mal früher und konnte es nicht und habe es gelernt. Und dann braucht man Leute, die einen dahin bringen, ja? Die einem sagen, ey, das war geil, was du gemacht hast, oder nee, das war nicht so gut, aber guck mal, so kannst du es besser machen oder vielleicht das nächste Mal. Oder was weiß ich, die Leute wachsen, sehen, wachsen lassen. Das ist doch eigentlich eine ganz tolle Geschichte, und nicht so tun, als wären die so, das hat halt Captain Erswald vergessen. Wo kommt er denn eigentlich her? Er hat auch mal jung angefangen. So, aber man sieht auch in anderen Berufsständen, und wenn wir schon dabei sind, ne, auch da gibt es ja manchmal genau diese Probleme, die ich jetzt angesprochen habe, wo einfach die Leute sagen, ich bin so behandelt worden, als ich in meiner Ausbildung war, also gebe ich das natürlich genauso weiter, weil warum soll es dem denn besser geben als mir? Total blöde Einstellung, oder? Aber gut, das ist wieder eine andere Geschichte. Also wie gesagt, ich würde gerne immer im Cockpit B sitzen, weil ich weiß, da vorne ist Teamwork, die performen so richtig, egal was passiert, die würden alles probieren, weil die wollen selber nicht ums Leben kommen, um dieses Flugzeug zusammen runterzubringen, zusammen Entscheidungen zu treffen. Letztendlich trifft sie natürlich der Kapitän, aber trotzdem die Informationen zusammentragen, offen sein zu sagen, ich weiß es nicht, ich kann es nicht, was ist hier los, ich brauche Informationen. Und dazu gehört sehr viel, das macht einen guten Kapitän aus oder auch einen guten anderen Piloten aus, zu sagen, hey, ich bin gerade verloren, helft mir. Ja? Würde Captain Erswald nicht passieren, weil der ist der Größte, der ist der Beste, der kann alles. Und lieber macht er alles ganz alleine und ist dann zum Schluss völlig überfordert mit der Situation, die auf ihn zukommt, als zu sagen, pass mal auf, helf mir mal, ich habe hier ein Problem, oder egal, nimm dir die Zeit und mach das in Ruhe fertig. Ne? Also so viel zu dem Vergleich. Wenn dazu noch Fragen sind, gerne unten in die Kommentare, dann schreibe ich dazu gerne eine Antwort. Crew Resource Management ist hier das Stichwort. Vielen Dank.